Ja, ich bin gestern nach München gekommen aus dem Ruhrgebiet. Ich habe die Deutsche Bundesbahn gewählt. Das war eine der besten Fahrten, die ich jemals erlebt habe. Es hat alles gestimmt. Ich sage es nochmal, weil man muss das auch mal sagen, dass es eine Fahrt gibt mit der Deutschen Bundesbahn, wo alles in Ordnung ist. Ich hatte einen Platz, es gab Kaffee, ich hatte nette Männer im Abteil. Also es kam lauter Unglaublichkeiten. Ich wäre überhaupt nicht mit meinem Auto gefahren, aus Gründen. Ich meine, und mein Auto. Also es kann sein, dass ich in den letzten Monaten etwas poröser geworden bin, was so Bevormundungen angeht. Das kann sein. Aber mein Auto bevormundet mich auf eine Art und Weise, dass ich langsam den Kaffee aufhabe. Pass auf, ein Beispiel. Ich fahre rückwärts, ne? Wenn ich rückwärts fahre, also, dann macht das Auto die Musik aus. Ich habe den Eindruck, das Auto hält mich für zu blöd, gleichzeitig rückwärts zu fahren, um Musik zu hören. Pass auf, ich kann gleichzeitig, nur mal als Beispiel, ich kann gleichzeitig telefonieren, bügeln und die Bratkartoffeln wenden. So, das kann ich, ja, das können alle Frauen. Können ganz andere Sachen gleichzeitig. So, wofür hält das Auto mich? Für einen Mann? Oh. Pass auf, es ist eine männerfreundliche Geschichte. Wenn es ausrutscht, sind es Fakten, 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 Leute. Also, ne? Dann macht dieses Auto ständig so hysterische Töne. So, was denkt die Dummbratze von Auto, dass ich, das war sauteuer, verstehst du? Dass ich das Interesse hätte, das Auto gegen irgendeine Wand zu fahren? Pass auf, ich kann eine Hecke von einem so einem Steinern und Pöller, der auch noch unter der Sichtlinie liegt, ich kann die beiden Sachen unterscheiden. Das Auto nicht. Das macht weiter seine hysterischen Töne. Das macht mich wahnsinnig. So, und dann, wenn ich einparke zum Beispiel, dann fahre ich mit meinen Stoßstangen. Also gut, es heißt nicht Stoßstangen. Ich habe letztens einen Mann getroffen, der hat mir erklärt, es wären Stoßfänger. Weil der Mann Erklärungstourette hatte. Ich hatte den Eindruck, vor der Pandemie hatte ich den Eindruck, dass wir diesen Sprechdurchfall bei Männern, dass wir das ganz gut weggearbeitet haben. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist wieder schlimmer geworden.